Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 11. Juli. Ich begrüße Sie zum Wochenauftakt hier wieder im Livestream und wir hoffen, Sie haben das sonnige Wochenende gut überstanden und sind nicht, ja, wie soll man sagen, stark gerötet in Ihre Offices durchgestartet. Letztendlich starten hier die in Yen gehandelten Paare definitiv durch. Wir sehen hier breite Zugewinne hier bei den Yen-Pairs. Im Blick die Top 15, also hier die meistgehandelsten Major- und Cross-Rate-Pairs. Und ganz vorne heute bei der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen mit einem deutlichen Aufschlag von ja, rund 1,3, 1,4%, knapp bei 102 Yen schon hier notierend. Und wir sehen hier sehr, sehr dynamisch, wie das Ganze sich dann hier gestaltete. Und ergo der Punktschluss, wenn man mal hier schaut, dass wir in der Nacht und insbesondere heute Morgen hier Auftragsdaten bzw. Konjunkturdaten aus Japan bekommen haben, ist das genau der Punkt, der hier ein Stück weit die positive Stimmung unterstreicht bzw. eben auch anheizte, insbesondere mit diesen starken, kleiner Upload, mit diesen starken Kerzen, die wir hier eben in der Früh sahen. Grundsätzlich hatten wir den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in der vergangenen Woche auch schon mal gecovert und da ging es eben genau um dieses Level hier bei 101,30 etwa. Aber vielmehr auch noch wichtig die runde Hausnummer 100 Yen. Das ist praktisch am Optionsmarkt immer wieder ein Thema, beziehungsweise auch insbesondere natürlich als psychologische Marke ein ganz, ganz wichtiges Level. Und interessant ist, dass wir in der vergangenen Woche hier ein Tief gesehen haben bei 101, ne Moment, eins daneben, bei ein Tief bei 99,95 und der Weekly Close letztlich bei 100,57 Yen war, also über dieser dreistelligen wichtigen psychologischen Marke. Und wir haben hier diese Rechtecks-Range auch schon seit längerem im Chart drin. Soll heißen, hier zwischen der Marke von 100 Yen auf der Südseite und auf der Nordseite 105,50 etwa sind Interventionen seitens der japanischen Notenbank durchaus, ja, eine Wahrscheinlichkeit, so will ich es mal fast sagen. Und insofern hier einfach auch mal schematisch dargestellt, wie sich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier im Alternativszenario bewegen könnte. Denn faktisch ist, wenn die 100-Yen-Marke aufgegeben werden würde, insbesondere per Wochenschluss, marginal wahrscheinlich auch schon bei 1, 2 Tagen unterhalb dieses Niveaus während einer Handelswoche, muss man davon ausgehen, dass es dann hier relativ schnurstracks in Richtung 94,50 Yen gehen dürfte. Das zumindest hier die technische Ausgangslage. Der Markt hat hier oben einen Top gebildet. Der ein oder andere Charttechniker mag hier auch eine Schulterkopf-Schulter-Formation sehen oder Schulterkopf-Schulter-Schulter, wie auch immer. Letztlich haben wir hier signifikante Unterstützungslevel Step by Step durchbrochen und das nächste Level ist jetzt hier die Marke von 101,30 gewesen, die wir jetzt aktuell natürlich zurückerobern, was grundsätzlich, wenn wir uns hier in den Wochenchart reinzoomen, eben hier technisches Erholungspotenzial zulässt. Aber das Aber an dieser ganzen Geschichte ist immer noch das, dass hier durchaus vor dem saisonalen Hintergrund mal mit Blick hier bis Ende August, Anfang September die Zeichen auf Sturm stehen. Also hier die Lage weitestgehend bärisch bleibt und ja, der Ausverkauf der letzten Zeit unterstreicht eben auch hier diesen Abgabedruck und grundsätzlich ist es auch so, dass man hier sich hier eher mittelfristig weiter auf fallende Preise einstellen sollte. De facto ist das natürlich eine Scheiterung oder ein ganz klar gescheitertes Statement an die japanische Regierung, an die Abenomics bzw. Shinzo Abe und die Notenbankpolitik, die hier seit Anfang 2013 betrieben wird. Das ist natürlich de facto ja, ein Armutszeugnis und sicherlich auch ein Grund, der dann hier die Regierungsflügel in Japan in Wallung bringen dürfte, wenn denn insbesondere der Yen hier weiter aufwertet und den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen weiter unter Druck bringt, das hier praktisch die Major-Währung schlechthin. Da guckt die Welt drauf. Und wenn wir hier eben wieder eine weiter fallende Preistendenz sehen, die sich hier charttechnisch andeutet, dann muss man sagen, nimmt es hier in Sachen Unsicherheiten, gerade aus Japans Sicht, weiter zu, die ganze Geschichte. Letztlich technisch, wie gesagt, weiteres Korrekturpotenzial vorhanden und das dürfte sich eben hier bis in den Bereich von 94,50 Yen zurückziehen, wenn wir uns jetzt mal hier die Preisverläufe bis ins Jahr 2009 zur Finanzmarktkrise hier zurück anschauen, dann ist das hier auf jeden Fall ein signifikantes Unterstützungslevel, was ja erreichbar scheint. Ein gewisses Aufflackern, sagen bullischen Momentum muss man eigentlich erst unterstellen, wenn wir hier die Marke von 155, insbesondere 106 Yen nach oben durchbrechen. Das wäre sicherlich hier ein antizyklisches Kaufsignal gegen den Abwärtstrend, was dann praktisch hier durchaus weiteren Spielraum nach oben zulässt. Doch dieses Signal ist aktuell nicht zu sehen, gerade eben auch vor dem Hintergrund, dass wir hier eine negative Saisonalität vor uns haben. Wir schauen nochmal 60 Handelstage voraus, um uns mal hier einen Blick zu machen.
wie das denn generell weiter ausgehen könnte. Und jetzt lädt er kurz hoch. Sie sehen, selbst nach dem kleinen Erholungsdip Anfang Ende August, Anfang September dürfte es wohl weiter gen Süden gehen und die Zeichen bleiben hier sicherlich eher auf fallende Preise orientiert und insbesondere eben, wenn wir hier unterhalb von 155 bleiben und der nächste Schritt eben mit Aufgabe der 100-Yen-Marke vollzogen werden würde, dann muss man hier auf jeden Fall nochmal 500 bis 600 Pips auf der Südseite einkalkulieren. So sieht es nun mal aus. Tatsache ist aber natürlich, und das sagte ich eingangs schon, die japanische Notenbank, die Bank of Japan hier sicherlich dann auch nicht sorglos zuschauen wird, um sozusagen ihren Posten zu verlieren. Diese Aufwertungsorgie, die hier seit 2013 stattfand, beziehungsweise Abwertung beim Yen und Aufwertungsorgie beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, kehrt sich wie gesagt um und wir sind, wenn wir die Marke von 94,50 etwa erreichen, dann eben auf den Niveaus hier vom Frühjahr 2015 und ja, das ist dann schon Alarmstufe Rot, kann man mal so sagen. Und da wird sicherlich spannend, inwiefern Interventionen hier den Markt beeinflussen werden. Gut. Gehen wir mal kurz noch von der Woche in den Tag. Die aktuelle Situation ist die, dass wir relativ stark schon gelaufen sind. Sehen Sie jetzt hier an dieser Kerze. Heutige Tageskerze. Wir sind aktuell 158 Pips gelaufen. Der Schnitt bewegt sich. Jetzt muss ich mal kurz auf die Statistik schauen. Auf jeden Fall sind wir hier deutlich drunter. Also 158 Pips heute schon im Top gelaufen und im Schnitt bewegen wir uns 130. Das heißt, wir sind hier schon ein Stück weit über den Durst gelaufen. Und ja, sollte es jetzt hier nochmal Auftrieb geben, klar, dann kann das hier eine kleine Übertreibung werden und sichtlich noch weiter nach oben gehen. Aber die ersten Widerstandslevel oder nennen wir es mal eher eine Widerstandszone, die sich hier erstreckt, findet sich hier in diesem Bereich. Da sehen wir mit den Preistiefs und den Preishochs der letzten Woche, der vorangegangenen Woche. Hier diese Zone, die dürfte dann schon relativ schwer sein zu überwinden. 103. 35, 103,80, das ist schon eine Zone, wo man ja damit rechnen muss, dass hier die ersten Gewinnmitnahmen, falls sie denn oder der Preis vielmehr, falls er in diese Richtung kommt, hier durchaus schon stattfinden könnten. Insofern mal Obacht geben, wie sich das Ganze noch entwickelt. Letztlich die Hürden auf der Oberseite hier Step by Step zu lokalisieren und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen auf jeden Fall in einer schwierigen Phase. Technisch gesehen können wir hier nochmal eine Trendlinie sogar einziehen, die sich hier so ein Stück weit, ja, sehr steil darstellt, wobei schräge Trendlinien immer einen schrägen Charakter haben. Nicht vergessen, hier dient das Ganze nur einer Groborientierung in so einer Art Abwärtstrendkanal. Zeigt aber auch hier, dass wir genau in diesem Bereich, inklusive dieser kleinen Durchschnitte, diesem Horizontalbereich und dieser Trendlinie hier definitiv einen signifikanten Bereich haben, der ja schwierig werden könnte zu überwinden. Und insofern ist das genau der Punkt, wo man dann sagen muss, abala, hier vielleicht dann doch etwas Obacht geben, wie das Ganze sich dann hier weiter fortschreitet. Wir werden das Ganze mal hier ein Stück weit eingrenzen, dieses Niveau mal ein Stück hervorheben. Insofern, das ist hier eine Zone, da dürfte es, könnte es, wenn es denn heute oder auch morgen weiter nach oben geht, direkt schon wieder zu fallenden Preisen kommen und dann dürfte es hier nochmal im Bereich der 100-Yen-Marke interessant werden. So zumindest mal die aktuelle Annahme. Es bleibt, wie gesagt, stürmisch. Erst oberhalb von 155, 106, da muss man sagen, da würde der Knoten ein Stück weit platzen. Sehe ich aber aktuell nicht. Doch müssen wir uns hier ganz klar anpassen an den Markt. Wenn es hier andere Signale gibt, beziehungsweise hier Umkehrbewegungen, dann gilt es natürlich auch, die zu handeln. Und aufgrund der Schwäche der letzten Zeit kann das natürlich dann auch sehr, sehr dynamisch ausfallen. Gut, dann wären wir im Prinzip heute schon durch für das Radar zum Auftakt. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen 9:30 Uhr wieder. Bis dahin viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.